Freunde, willkommen zurück zu Master Duel. Ein Spiel, was ich zu viel gesuchtet habe und deswegen ein neues Spiel suche zum Suchten. Also, Solo-Modus ist alles außer die Story-Decks durch. Also ich habe alle Kristalle geholt, ich habe Decks gebaut und baue die Decks weiter. Zum Beispiel will ich als nächstes, das ist nur für eine Mission, Cyberdrache bauen. Actually bin ich so weit. Aber das ist egal. Heute befassen wir uns nicht damit. Heute spielen wir eine genüssliche Runde in Silber in Gold 5. Mit einem Fun-Deck, was ich gebaut habe. Weil ich muss Life-Points generieren für eine Mission, um Kristalle zu bekommen. Deswegen habe ich hier ein bisschen gebaut. Das ist kein gutes Deck. Baut es nicht nach. Für das Video spielen wir doch ein anderes. Wir spielen Monarch. Aber es soll auch jetzt gar nicht darum gehen, dass wir uns duellieren. Im Größeren. Ich habe eine Ankündigung zu machen. Mein letztes Summoner's War Video hat nun 420 Aufrufe geknackt. Vor entweder 1-2 Tagen oder schon vor längerem. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht genau im Kopf. Aber wir haben 420 Aufrufe geknackt. Erstmal danke dafür. Das ist mein meistgeklicktes Video. Auf meinem ganzen Kanal, seitdem ich YouTube mache. Ich mache nicht lange YouTube, aber es ist mein meistgeklicktes Kanal-Video. Und ich habe wieder angefangen, es wieder zu spielen, vor jetzt knapp 2 Wochen. Ja, ein großer Fehler für meine Freizeit. Aber, mal abgesehen davon, alles gut. Ich habe jetzt sehr viel vor, mit SW nochmal zu machen. In SW nochmal zu machen. Ich lasse die LD-Challenge fallen. Aber dazu, wir suchen jetzt übrigens die Domäne im Spiel. Wir suchen uns die Domäne, Pantheismus. Wir suchen uns gar nichts, wir passen. Wir passen. Wir suchen uns, und zwar würde ich gerne ein Experiment machen. Und zwar würde ich gerne 14 Tage, 1 bis maximal 2 Stunden, ich richte mich aber eher an die eine Stunde, SW spielen. Also SW spielen im Sinne von auch farmen und Ruhen machen, das gehört alles dazu. Eine Stunde lang nur. Ist für Codierung überlastet. Und deswegen mache ich jetzt das Video auch und im Hintergrund halt ein bisschen Yu-Gi-Oh!, weil Yu-Gi-Oh! Ist immer gut. Weil ich finde, dass viele Menschen dafür viel zu viel Zeit aufbringen, wie ich. Ich habe am Tag zu lange SW gespielt, weil SW kann man nebenbei laufen lassen. So kam ich manchmal am Tag auf 10-11 Stunden SW. Einfach nebenbei laufen gelassen, Autokampf ging immer eine halbe Stunde und dann immer alle halbe Stunde wiederholt, Energie gekauft und weiter ging's. Den Turm gemacht, das dauert auch lange, wenn du kein Speed-Team hast. Und ich würde einfach mal wissen, was spielt der eigentlich? Hero, ne? Auf jeden Fall wollte ich wissen, was passiert, wenn man wirklich aktiv für 2 Wochen eine Stunde lang spielt. Maximal 2. Mal angenommen, Samstag, Sonntag, oder mal angenommen, ich kann samstags nicht spielen, sonntags halt 2 Stunden. Einfach um es auszugleichen, aber so in der Woche maximal 6,5 bis 7 Stunden. Darauf würde ich mich begrenzen. Und am besten halt jeden Tag einmal, wegen den täglichen Belohnungen. Und das würde ich gerne versuchen. Und ja, am Sonntag wird ein Pack-Opening kommen. Ganz klar. Und zwar meine beiden TORs. Ich habe den TOR normal nicht geschafft zeitlich. Ich spiele das Spiel nicht so aktiv, da ich jetzt den ganzen Tag hier rumsitze und suchte. Ich habe den TOR zeitlich jetzt nicht geschafft. Den TORH zeitlich nicht geschafft. Den Hard. Aber den normalen Tower. Und ich würde den jetzt nochmal machen, weil der ist jetzt abgelaufen und der dauert halt 2-3 Stunden hier. Den kann ich halt abends hin beim Zocken schnell immer wieder Autokampf, weil alles auf der Stufe 99 und 100 geht ja Auto, easy. TORH halt nicht. Deswegen dauert der halt ein bisschen länger. Und dann würde ich das dann so machen, dass ich dann am Sonntag 3 Legendaries öffne und mit den Kristallen wieder den Scheiß kaufe und dann passt es. Und ja, das wollte ich nur ankündigen. Also es geht weiter mit SW, es geht wieder weiter mit Pack Openings. Und was ich mit meinem LD-Account mache, also mein Main-Account behalte ich, ich denke, ich lösche ihn einfach, da ist nicht so viel drauf.
Und aus D mache ich dann diesen jeden Tag eine Stunde spielen. Und angenommen, der wird ultra krass, dann können wir sagen, okay, das ist unser fortlaufendes Projekt, wo wir dann irgendwas machen, was man eigentlich nicht machen würde. Zum Beispiel, wir bauen extra nur Monster Stufe 3, um dann den Tower zu schaffen. Ich weiß, das machen viele, das ist mir jetzt auch einfach so schnell in den Sinn gekommen. Das ist jetzt nicht der Sinn dahinter, dass ich das jetzt schnell mache, weil es haben viele schon gemacht. Aber ich meine, so im Generellen halt was. Ich glaube, wir werden OTK. Und das ist einfach nur jetzt ein kurzes Info-Video. Ich könnte auch noch zwischendurch Video bestimmt mal ein, was 420 Aufrufe hat. Aber im Generellen soll es darum gehen, ja, ich spiele wieder SW. Nein, es kommt kein League of Legends mehr nebenbei. Ich spiele selbst gar kein League of Legends mehr, weil ich spiele es halt nicht. Ich spiele jetzt zu viel Civ 6. Hey, meine Haare. Ja, ich spiele zu viel Civilization 6 mit einem Freund. Wenn ihr davon mal eine Runde sehen wollt, dann lasst einen Kommentar da, dass ihr eine Runde Civilization 6 sehen wollt. Oder wenn ihr mal Monarch gegen Dark Lord spielt, also Finster Lord sehen wollt, dann lasst auch einen Kommentar da. Das können wir auch machen. Mein Kollege spielt nämlich aktuell Finster Lord in Master Duel. Ich würde immer Duel Masters sagen, aber Duel Masters ist das andere Kartenspiel, was gefloppt ist, nachdem es direkt rausgekommen ist und kein Schwanz kennt. Wenn ihr da Finster Lord gegen Monarch sehen wollt, kein Problem. Oder gegen Shadol oder dann gegen Cyber Dragon, wenn es fertig ist. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich habe überlegt, bei euch Drydron, bei euch Endlich oder bei euch irgendwas, was Spaß macht, mir Spaß macht, weil ich selbst spiele nicht so gern Meta, Invoke Shadol. Dogmatica ist das erste Deck, was mir Spaß macht. Aber nicht, weil Shadol und Invoked Meta ist, sondern ich mag Invoked. Die Engine ist absolut schön. Ich spiele die sehr, sehr gerne, auch wenn sie nicht wirklich konstant ist unbedingt. Dogmatica spiele ich, weil es sind halt Licht-Targets und ist halt Meta. Und ist halt gut. Was auch immer der da gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus jetzt aktuell. Und ich möchte das Duell jetzt nebenbei laufen lassen. Dass ihr seht, wie ich mit einem Monarch-Deck verliere, weil der Gegner eine Ash-Blossom aktiviert hat. Und nebenbei kommen vielleicht auch noch ein paar andere Videos, aber dieses Video ist jetzt erstmal die Ankündigung, dass am Sonntag den Deutscher Gelände, ich sag's euch, Sonntag Sonntag, Sonntag, Sonntag der 20. Ab dann kommt wieder SW, einmal die Woche, glaube ich. Mal gucken, wie ich es schaffe. Entweder einmal die Woche oder zwei oder alle zwei, je nachdem. Vielleicht auch nur einmal im Monat. Es kommt darauf an, wie weit ich mit dem anderen Account ankomme. Ich glaube, den behalte ich, weil da kann ich immer so machen, geht da mal und da mal. Weil dann habe ich immer genug zum Stuff, wenn ich dann den Tower schaffe. Wenn ihr versteht, was ich meine, kann ich dann doppelt den Tower aufmachen. Okay, dafür werden wir die Karte. Ja. Das war das, was ich sagen wollte. Ich habe mich bestimmt 8-mal wiederholt. Leute, die mich kennen, wissen, ich wiederhole mich viel zu oft. Und es wird auch wieder Duel Master kommen. Aber keine Pack Openings, weil die sind arschteuer und ich will die mir nicht leisten können. Damn, wir können sogar noch gewinnen. Mal gucken, was wir ziehen. Hartnäckige Kette Monarchen. Ja, nee, die wird eh annulliert. Er zeigt jetzt den vor. Und dann annulliert er jetzt. Oder nicht? Ich darf suchen. Ich suche mal Pantheismus. Fakt ist, es kommen wieder tolle Videos, die ihr alle gefeiert habt. Und mein bester Freund war mein Ansporn dafür, auch wenn er ironisch, okay, nein, nicht unbedingt verloren. Mal gucken, was es jetzt draus wird. Er hat den ersten Zaubereffekt annulliert. Was macht der jetzt? Ach, er kann jetzt den anderen beschwören, okay. Ja, mein bester Freund war Ansporn dafür. Er hat gesagt, Bruder, mach mal wieder SW.
Für den Film, Digga. Ist so. Nee. Okay, dann halt nicht, dann haben wir verloren. Weil er hat sie sich angehauen. Ja. Komm ich nicht mehr dran. Kann ich hier auch aufstellen. Ich, weiß nicht, kann ich was machen? Also ich kann zwei Karten von ihm zerstören. Und dann die Effekte annullieren. Dann habe ich Pantheismus hier drin. Dann habe ich Domäne der Monarchen. Dann bleibt nämlich nichts so. Wir probieren es jetzt. Wir beschwören den primären Monarch. Wir verbannen jetzt Hartnäckigkeit. Dann beschwören wir Kuras. Dann würde ich den Effekt gerne aktivieren. Die zerstören. Ja. Ah, okay. Und dann zerstören wir die hier. Ist egal. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben Pantheismus im Friedhof. Überlegen wir, was wir machen können. Wir suchen uns am besten eigentlich Domäne der Warmonarchen. Ja, die Domäne. Und dann setzen wir Monarchs Erupt und dann kann er nächste Runde keine Monster-Effekte aktivieren. Die Sache ist, reicht das? 100? Also er würde mir damit 100 Schaden machen. Außer ich kann nicht angreifen. 100 Schaden. Okay. 7400 Schaden. Wenn er nichts beschwört. Stopp. Wir können auch den Primärmonarch beschwören. Dann könnten wir gewinnen. Wir warten erstmal, was er macht. Ja, aber auf jeden Fall wegen meinem besten Freund habe ich mich entschieden wieder. Es wird so spielen. Außerdem hatte ich irgendwie wieder Lust drauf. Das war die Haupt. Das war das Einzige. Ich habe eigentlich gesagt, jo, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Und dann 3 Tage später habe ich angefangen und habe gedacht, komm. Da steht so ein Summoner's War. Das ist so installiert auf deinem Handy. Und jetzt spiele ich seit knapp einer Woche oder so wieder. Ja. Okay. Er macht jetzt ein bisschen Damage. Wir können noch gewinnen. Weil können wir nicht. Wir können es. Ne? Wie viel hat der? 3, ne? Okay. Wir probieren unser Bestes. Der Effekt geht nicht. Nein. Und annulliert. Das macht nicht mal Sinn. Aktivierung und Effekt, dieses Effekt kommt nicht überlebt werden. Okay, was auch immer. Dann haben wir verloren. Ist nicht schlimm, aber ich gebe nicht auf, weil dann kriegt man weniger IP. Oder gar keinen. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich weiß, dass ich jetzt verlieren werde. Ich würde einfach nächste Runde einfach passen. Ich würde jetzt noch ein Monster, kann keine Effekte aktivieren. Ja. Ich denke, dass. Ey, ich muss jetzt nicht warten bis zum Ende. Ich denke, ihr wisst alle, dass ich verliere. Was da auch Sinn macht. Aber. Bis Sonntag, spätestens. Wenn es wieder heißt: Spaß in Summoners War. Mit Race Ideas. Bye, bye.